Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von My Little Pony, das Geheimnis von Sephir Heights. Wir hatten jetzt eine kleine Episode. Mal wieder, wo wir in der Maritime-Bucht waren. Wieso, weshalb, warum? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Und ja, jetzt sollten wir zu einer Wache. Die war hier, glaube ich, ganz vorne. Hier. Hier geht's weiter. Mit der Story. Höchste Zeit. Ihr seid echt spät dran. Entschuldigung. Spät? Ihr seid die Veranstaltungsassistenten, auf die ich gewartet habe, oder? Wir haben so viel zu tun. Und die Gala muss perfekt für Prinzessin Pip sein. Sicher. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass sie dich erkennt, Pip. Okay. Zeit, dieses Chaos in Gala famos zu verwandeln. Ich muss die umdrehen. Drei Stück. Aber dass sie tatsächlich nicht jetzt die Prinzessin erkannt hat, ne? Das erklärt natürlich alles. Wow! Jetzt wäre ich doch beinahe. So, Nummer und jetzt noch drei. Das sind weltfremde Ponys. Ach, stimmt ja. Sie kann nicht fliegen. Jetzt wollte ich gleiten. Wir haben es geschafft. Juhu! Sagen wir es gleich dem Veranstalter. Was macht ihr hier? Ich hatte euch doch gebeten, das Chaos zu beseitigen. Alles in Butter. Was soll ich sagen? Wir sind Überflieger. Und was wollt ihr jetzt? Eine Medaille? Alles muss perfekt sein. Man sagt, Prinzessin Petals kommt höchstpersönlich. Keine Sorge, Chef. Ich habe das Gefühl, dass Prinzessin Pip unsere Arbeit lieben wird. Okay. Das war jetzt eine kurze Variante. Ein kurzes Zwischenlevel. Ich weiß nicht mal, wie man es benennen soll. Kurze Station oder so? Ich meine, das ist eine Statue von Pip. Sparky! Oh, Sparky! Folge meiner Stimme! Sparky! Sparky! Wo bist du, Kumpel? Glaubst du, er ist hier durchgekommen? Schaut! Was? Zum Heu? Toll, und jetzt schau so, als wärst du ganz gespannt auf die Gala. Wahnsinn! Oh nein! Das ist wirklich, wirklich schlimm! Schokolade! Kommt schon! Lasst uns Sparky finden! Er muss die Quelle dieses Nebels sein! Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Hier. Ja. Falsche Richtung? Suchen wir mal Sparky. Aha. Da gibt es kein Reinkommen, oder was wolltest du mir jetzt sagen? Sparky! Was machst du, Kind? Naja, was? Du kleiner Drache. Was ist passiert? Was ist hier? Muss da durchkommen. Wieso auch immer. Hoppala. So. Jetzt bin ich hier durchgekommen. Und nun? Sie ist etwas traurig. Das beheben wir.
Der fotografiert ihren Hintern. Du bist ja ein Spanner. Da komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier wieder einen Weg finden. Eine Riesengurke. Ach, schon wieder Smoothie. Na gut, das Spiel sagt wenigstens auch noch, ey, du musst das mit Smoothies machen. Sonst kommst du hier nicht rein. Wer will denn alles in Smoothie, hä? Du schon mal nicht. Hallo? Hier darf ich nicht rein. Das war jetzt eine kurze Runde. Aber der Typ ist weg. Er hat ein Ausrufezeichen. Du mich auch. Verzeihung, habt ihr unseren Chef gesehen? Er ist ein VIP, wisst ihr? Ein sehr wichtiges Pony. VIP, ja? Ich glaube nicht. Er war vor einer Sekunde noch hier. Schon in Ordnung. Wir werden deinen Mann finden. Ich bin auch ein wichtiges Pony. Ja. Ich meine, ich habe zwei Prinzessinnen am Start. Wir sind auch wichtig. Das sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Fall von Verwirrung durch Anomalie. Misty, Zeit, deine Magie zu entfalten. Wo bin ich? Geht's dir gut? Ich glaube, du wurdest vermagischt. Wirklich? Ich hoffe, meine Kamera hat es eingefangen. Ich habe die ganze Zeit per Livestream gestreamt. Okay. Damit die Aufgabe abgeschlossen? Ja, jetzt darf ich hier durch. Der sagt gleich, So. Da darf ich nicht durch. Ich muss wahrscheinlich nach oben. Ey, bis ich da mal was, das richtige Pony hab, ne? Dauert's immer ewig. Gemacht. Jetzt würde ich aber ganz gern wissen, ob da oben jetzt noch alles in Ordnung ist. Ich kann auch gar nicht durch. Hoppala. Kommt das nur mir so vor oder gibt es hier viele Anomalien? Es gibt einen Haufen davon. Wir müssen an Sparky herankommen. Ich glaube, Sparky hat Hunger. Würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht hat da ein kleiner Junge einfach Hunger. Ja, komm. Wenn das schon die... Ja, ist doch Sunny. Ja. Es ist ihre. Und das Spiel kommt schon wieder nicht klar. Kriegen es aber trotzdem hin. Easy going. Hup.
Bäm, alle ohne einmal getroffen zu werden. Irgendwas stimmt mit dem PC nicht. Ja, gib es mir. Aber wir laufen nur eigentlich jetzt wieder Richtung Palast oder laufen wir jetzt die ganze Zeit gerade rückwärts? Erst im Palast hin und jetzt vom Palast wieder weg. Heiliger Glitzer. Noch mehr Anomalien. Komm schon, folgen wir ihnen. Du kannst deine Hufe darauf verwetten, dass Sparky dort ist, wo der Wahnsinn wütet. Ja. Da, wo der Wahnsinn wütet. Ah, so geht's natürlich auch. Sie baut uns eine Treppe aus Melonenstückchen. Oh, ich freue mich wieder, dass Melonenzeit ist. Liebe Melonen. Ja. Xenzelchen. Yes. Ich sehe nichts. Kamera, du musst schon mitkommen. Ich sehe doch sonst nichts. Und Madame ist ja eh schon eingerichtet. Ein Ziel. Und kickte. Ja, ich dachte aber wahrscheinlich hier runter. Da ist Sparky! Hilfe! Ein Pony muss uns hier raushelfen! Ja, kein Ding. Easy going, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur noch kurz hier ein bisschen die Gegend erkunden. Dann bin ich sofort bei dir. Ah, sie hat eine Abkürzung geschaffen. Sag das doch. Beeindruckt. Da komme ich nicht durch. Alle hopp. So. Jetzt gucken wir mal. Ich muss zwei Anomalien kaputt machen. Was aber ja nicht das Problem sein dürfte. Tritt mal dagegen. Dankeschön. Wir waren auch schon lange nicht mehr in unserem Leuchtturm, ne? Muss man dazu sagen, wir haben schon lange nichts mehr eingerichtet. Ich würde tatsächlich erstmal alles unten machen, bevor ich nach oben gehe, weil die Anomalien sind ja alle oben. Ich möchte eigentlich schon ganz gerne erstmal einsammeln. Noch einmal einiges zu tun. Ach komm, als ob. Das hätte es mir jetzt aber auch geben können. Da haben wir die erste. Darf ich hier rüberspringen? Nee. Er sagt, das Spiel, so habe ich keinen Bock drauf.
Und auf der Limettenscheibe ist die zweite. War der Wahnsinn! Eine Kette hast du. Da geht's weiter! Wo bin ich denn? Ach, da. Klar, jetzt ist hier frei, ne? Yay! Aber wir haben schon lange keinen Laden mehr gefunden. Aber wir sammeln trotzdem fleißig weiter, einfach aus dem folgenden Grund. Wenn wir in den Bonusparts ja wieder in der Innenstadt sind, weil ich wollte tatsächlich das so machen. Wir fangen einfach bei der Innenstadt an und arbeiten uns dann vor. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Bonusparts es geben wird. Und weg ist er. Fang den kleinen Drachen. Das ist ja eigentlich auch nochmal eine ziemlich coole Variante, dass man dann sagt, ey... Du kommst bei manchen Gebieten nicht weiter, wenn du nicht das passende Pony vorne hast. Also, ne, dass er jetzt sagt, Hitch kommt nicht durch. Aber wenn ich auf hier Pip gehe oder Zip, dass die mich denn durchlassen. Weil ich bin ja die Prinzessin. Ne? Das ist ja auch nun mal eine schöne Sache. Aber so sagt einfach die Wache, nö, kommt sie nicht rein. Kommt sie generell nicht rein. Was ich halt ein bisschen komisch finde, weil sie sind ja die Prinzessin. Versteht ihr, was ich meine? Die sollten eigentlich wissen, wer das Sagen hat. Ja, ja, ich weiß, in die Richtung. Und es geht immer weiter. So. Dann arbeiten wir uns nach vorne. Das ist ja eh nur... Da komme ich hoch. Das ist jetzt aber noch nicht so interessant. Ich habe hier noch was gesehen. Hier habe ich alle, ne? Ja. Aber dass sie das so dann halt machen. Da darf ich nicht rauf. Ja gut, den geht's jetzt halt da hoch. Ich schieb das. Ah, dass sie das vielleicht so in so einem nächsten Spiel dann einbauen, dass sie sagen, okay. Ach, guck mal, wer da ist. Da muss ich hin. Aber erst muss ich runter. Oh, das Ding schmeißt mich von alleine schon runter. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich geh mal hinter dir lang, mein Freund. Da komme ich wahrscheinlich da so hin. Hoppala. Wie kann es sein, dass du da stehen darfst?
So, hier scheint jemand deprimiert zu sein. Mit Misty haben wir eigentlich sehr wenig zu tun, ne? Ich sehe schon, Kopf am Ende kaufen wir einfach alles. Hi. Ich hab Sparky entdeckt. Folgt mir. Ich hab Sparky auch entdeckt. Jetzt ist er weg. Sparky! 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 Wo bist du? Da ist er. Sparky! Ich hab dich endlich gefunden. Alles okay? Du hast mir große Angst eingejagt, Kumpel. Wir müssen ihm helfen, bevor er wieder verschwindet. Okay, Ponys, jetzt ist unser Hirnschmalz gefragt. Wir haben einen kranken Drachen, der aufgemuntert werden muss. Irgendwelche Ideen? Schokolade. Fliegen, das macht Spaß. Spaß ist gut, oder? Ich weiß, Brokkolisuppe. Das Zeug ist eklig, grün und sehr gesund. Wie wär's mit einem guten Buch? Ich hätte die Chroniken von Chevalia anzubieten. Oh, oder ein Lied? Fühl dich besser, kleiner Drache. Ich bin kein Babydrachendoktor, aber mich macht ein eiskalter Smoothie immer munter. Oh, die Idee gefällt mir. Klar, der Smoothie bringt. Ein Smoothie, Sparky Malaki? Klingt das gut? Ich glaube, er will einen. Wie wär's mit einem heißen Tee und einer Suppe? Leute, heißer Tee und eine Suppe. Vergiss den Smoothie, Mann. Heißer Tee und Suppe, das ist, wenn der Drache krank ist. Kräutertee, Pfefferminztee oder was weiß ich für einen Tee. Eine Zutat für den Smoothie. Und Suppe, Gemüsesuppe. Dann läuft das auch. Aber doch kein Smoothie, Mann. Und er ist recht ein kalter und keiner, der aus Zucker basiert. Ach, Kinders. Aber es ist halt ein Kinderspiel, ne? Und natürlich... Natürlich hilft da der Smoothie. Der schon mal aus Keksen besteht. Lecker. Ich werde sie hinzufügen. Der aus Smoothies und Früchten besteht. Also der aus Süßigkeiten und Früchten besteht, weil das war jetzt so ein Keks mit so einer... Gott, ich weiß das gar nicht, was das für eine Füllung ist. So eine Art Marmeladenfüllung oder sowas? So ein Marmeladenklecks? Gibt's in jedem, wenn ihr so eine Keksdose kauft mit verschiedenen Keksen drin, so die es immer früher bei mir bei meiner Oma gab, Dann da waren die auch mit bei. Ich fand die super eklig. Ja, also meins war es nicht. Meins waren sie halt nicht, diese Kekse, aber ja. Mit Kirschen gehe ich parat. Oh, ich habe auch noch Kirschen, fällt mir ein. Oh, ich habe Kirschen bekommen. Da oben ist eine Erdbeere. Das hat heilende Eigenschaften. Ich wette, das wird Sparky gut tun. Erdnüsse? Ja. Sind auf jeden Fall jetzt nicht so ungesund. Zum ab und zu snacken, aber den ungesalten. Ja? Dann aber ungesalzen, meine Freunde. Und nicht gesalzen. Ja. Warte. Hat er sich die Birne gestoßen? Hör auf, dir da und die Birne zu stoßen. Was ist los mit dir? Hier auch. Na ja gut, auf das eine Ding da kann ich jetzt auch verzichten, aber trotzdem. Geht ums Prinzip.
Alter, ich bin gerade von der anderen Seite gekommen. Du, dieser kleine Abschnitt, den ihr da bewacht, warum auch immer, bringt euch nicht so viel. Yay! Weitergeht, stecken wir in großen Schwierigkeiten. Ach, Quatsch. Das wird helfen. Die Banane, die wird helfen. Die Banane wird helfen. Und das ist auch unser vorletztes Objekt. Oh, Wassermelone ist auch lecker. Gab's gestern bei mir auch. Was war das denn? Bleibst da hängen. Sparky, geht es immer schlechter. Wir Ach, uns guck beeilen. Mal so. Das wären ja, okay. Alle Zutaten. Aber ich habe da oben noch eine Dame vergessen. Sehe ich gerade. Die braucht auch unsere Hilfe. Jedenfalls die Hilfe von Misty und nicht von mir, aber. Die kann auch Hilfe brauchen. Hoppala. Und ruf da und rein da. Hast du. Aber ich finde es krass, dass es sind, wenn wir hier so einen Pegasus haben, dass die da nicht einfach so rüberfliegen können. Aber okay. Haben wir es jetzt? Oder müssen wir jetzt noch? Etwas schneller, Sunny. Komme! Och, jetzt entspannt euch doch. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Du hast es schon gesagt, Schwester. Eine solche Spannung richtet verheerende Schäden an den Stimmbändern an. Was jetzt? Schaut! Es scheint ihm besser zu gehen. Ich glaube, es funktioniert! Hey, Kumpel. Fühlst du dich besser? Das hat deine Wangen etwas grüner gemacht, oder? Wärst ein glückliches Drachenbaby? Gut ausgedrückt, Sparky. Gut gemacht, kleiner großer Drache. Tut mir leid für die ganze Aufregung, Leute. Er ist so... Naja, er ist einfach... Er ist Sparky. So ist es nun einmal. Was haltet ihr davon, wenn wir vor Beginn der Gala etwas essen gehen? Ja, ich bin am Verhungern. Rosinen-Smoothie! 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 Ja. Und damit war es das! Jetzt kannst du im Ende einige Minispielchen gehen zum Hauptmenü, um sie zu spielen. In den verschiedenen Stadtteilen wurden einige Zeitreiseportale geöffnet. Verwende sie, damit du dich an alte Zeiten erinnern und einige Teile der Geschichte nochmal spielen kannst. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen! Sehr gut. Ich lasse euch jetzt die Credits durchlaufen. Okay, damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet. Aber wir werden uns das nochmal angucken, weil wir sind jetzt... Sind wir jetzt bei 100%? Wir werden im nächsten Part mal gucken, bei wie viel Prozent wir sind. Und dann werden wir einfach nochmal die Locations vielleicht nochmal durchgehen. Habe ich ja gesagt, dass wir da vielleicht diese ganzen Zeit Nebenquests machen. Weil ich bin der Meinung, ich hätte keine der Nebenquests eigentlich verpasst. Dass ich die mal alle vorher gemacht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass manche erst so nebenbei freigeschaltet werden. Außerdem müssen wir ja noch unser Häuschen fertig einrichten. Aber kurz zum Resümee noch. Das Spiel hat auf jeden Fall schon mal mehr Spielzeit als der erste Teil. Wenn ich mir überlege,
Das ist ein maritimes Abenteuer. Das waren 4 Parts, also 2 Stunden. Und dafür habe ich ja auch nochmal so 40 oder 60 Euro bezahlt. Damals für die Switch-Version. Und da habe ich gedacht, ey, nee, das ist eindeutig zu viel. Hier hat man auf jeden Fall mehr. Wir sind jetzt bei Part 13. Und würde sagen, ja, okay, hier kann man schon sagen, hier hat sich das Geld schon ein bisschen mehr gelohnt. Aber im Prinzip bezahlt man immer noch für den mehr für den Titel, für das Franchise als für das Spiel an sich. An sich, die Story fand ich jetzt nicht schlecht. Sie war gut. Passt halt zum Pony-Thema. Das, was mich ein bisschen bis ziemlich genervt hat, waren immer diese Abkürzungen oder diese Schlenker zur Maritimbucht. Die sind sehr schlecht, finde ich, in die Story eingebaut worden. Wenn sie in die Story eingebaut worden wären, wie zum Beispiel, oh, wir müssen mal ganz kurz schnell nach Hause irgendwas holen oder so für Sparky, dann hätte ich das verstanden, dass man ab und zu so diese Sequenzen hat, wo du halt wieder in dieser Bucht bist. Aber so haben die überhaupt keinen Sinn gemacht. Sorry, aber so haben die einfach keinen Sinn gemacht. Dass wir sind unten im Kerker oder Gefängnis, was auch immer, bei den Wachen und auf einmal sind wir da wieder in dieser Bucht. Oder wir sind vor der Gala und müssen mit den Kürbis in die Bucht reisen, um da ein bisschen Sterne zu sammeln und sind dann wieder bei der Gala. Und also diese kleine Buchtschlenker, dass wir da immer zu dieser Bucht geportet sind, ich weiß nicht, das hätten die sich sparen können, ehrlich gesagt. Das hätten die sich sparen können. So, finde ich, hat es einfach nur so ein bisschen das, immer so ein bisschen raus aus der Story, so ein bisschen, den Spielfluss hat es doch schon ein bisschen, war es ein bisschen abträglich. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber Fortschritt, Theater bei Nacht. So, hier habe ich alles. Das heißt, wir fangen im Prinzip Innenstadttheater, königlicher Thronsaal. Einkaufsviertel, würde ich sagen, oder? Da habe ich zwar alles, aber 2 von 16. Innenstadttheater. Oder Innenstadthauptplatz. Nee, machen wir Innenstadthauptplatz. Da fangen wir denn an. Wir müssen jetzt halt nur mal. Was bist du? Nein. Wir sind ja schon bei Innenstadt-Dings. Ah, okay, das sind halt diese Portale, von denen sie geredet haben. Ich muss aber einfach nur hier hoch. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Dann machen wir Bonus-Parts. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Das ist nämlich das. Und dann gehen wir einfach hier so lang und ackern uns durch, würde ich sagen. Ich fahre schon mal hin und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.